Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seasons After Fall. In der letzten Folge ist die Knospe, ja, die echte Knospe, irgendwie ein bisschen durchgedreht. Und jetzt liegt es an uns, die letzten zwei Steine freizulegen. Einer ist da oben und einer ist hier unten. So. Ich hoffe, es klappt. Ich glaube, ich mache erstmal hier oben mit den Kiefern das alles. Ups. Das ist mir eigentlich wesentlich lieber, als ich jetzt zuerst mache. Ups. 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 Bergkammgebirge. Moment. Mops. Erstmal ausgekotzt. Na, ich muss sowieso hier runter. Ups. Komm schon. Zack. Zack. Okay, komm ich nicht lang. Was passiert denn jetzt? Der streifelt mich direkt weiter. Zack. Hui. Okay. Das schaffen wir. Wir schaffen das, kleiner Fuchs. Ich muss runter. Das geht's gerade nicht. Laubwerk. Ist hier irgendwo ein... Machen den jetzt. Was machen die? Auf einmal wollen die, dass ich in die Folge. Dieser Stein beherbergt den trockensten und heißesten der vier Winde, den Scirocco. Vier Symbole wurden rundherum eingraviert. Wer auch immer sie gezeichnet hat, wollte die Macht des Steins schwächen. Ich habe diese Symbole schon einmal gesehen. Ich kann Zikaden hören, die auf einem Ast weiter unten zirpen. Finde sie und beobachte ihr Verhalten. Sie wissen, wie man diese Markierungen vervielfältigen kann. Wie jetzt? Wow. Ah, was ist das? Stein. Was kann ich mit dem machen? Das führt mich zu einem anderen Weg.
Ah, da sind sie. Das ist ein interessantes Muster, was sie da machen. Ja, keine Ahnung, muss ich jetzt irgendwas mit Muster machen? Keine Ahnung. Oh. Moment. War es jetzt richtig? Oh je, das müssen wir zeichnen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Hier ist ja noch was. Wo entführt mich das denn? Oh je. Ich glaube, ich muss die Symbole da oben nachzeichnen. Ja, ich muss die Symbole nachzeichnen, möchte ich sie mir erstmal angucken. Wie ich die auch zeichnen kann. Wie gut, dass ich das mir als erstes ausgesucht habe. Schau ich noch mal ein bisschen hier um. Ups. Ups. Ich will mich ein bisschen hier umschauen. Vielleicht entgeht mir noch was. Gipfel. Kletter. Ne, hier geht, dann geht mir nichts mehr, okay. Ich bin so frei und schwerelos. Noch nicht. So, Laubwerk. Dann schauen wir uns mal die Symbole an. Hier ist ein Symbol. Und hier sind auch welche Symbole. Ich habe keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Oh, da sind wir ausgelaufen. Zurück, ich muss zurück. Muss mal zum Stein herunter, damit ich mir die ganzen Symbole angucken kann.
Da sind die Symbole. Oh je, wie mache ich das am besten? Zack, 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 zack. Oh je, das wird spaßig. Also ich jetzt das da oben erst als erstes Angriff nehmen. Nachdenken. Moment, was jetzt? Ich muss mal reinschauen. Ich vergesse die Symbole immer so schnell. Gemerkt. So. Hoch. Rechts. Nach oben. So durch. So. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemerkt. Komische Zeichen hier. Oh je, es kann lange dauern. Sind aber auch alle so markiert, dass ich sie. Mann! So. Eins da rein. Dann da rein. Symbole verkehrt rum machen. Moment. Ach, die doch loslösen. An.
gehört habe ich mich verkehrt rum, oder? Ich muss diesen Boden da oben in Nacht nachzeichnen. Mann! Das ist so kompliziert! Ich muss nachdenken. Aber erst in der nächsten Folge. Weil ich muss mir echt den Kopf zerbrechen gerade, wie ich diese Symbole nachzeichne. Bis dahin geht's, bleibt mir gewogen. Bis morgen. Ciao!